Hallo und herzlich willkommen, liebe OFM-Freunde, zu einem neuen OFM-Teil. Ja, der wird ja immer oft verlangt. Ja, es ist nur nicht immer so einfach, da so eine Folge rauszubringen, ne? Ich will euch ja auch mit ein bisschen Informationen versorgen während so einer Folge. Und da sollten schon so 5, 6 Spieltage sollten da auch schon mal wieder rum sein. Ich habe jetzt mal zurückgespult. Wir haben jetzt den 21. Spieltag und die letzte Aufnahme hatten wir am 15. Spieltag. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns doch zuerst mal die Ergebnisse an. Und ja, gehen einfach mal durch, ne? Der 16. Spieltag ging es los mit einem Spiel gegen FC Mixed Emotions, die wir mit 1:0 besiegen konnten. Trotz unterlegener Werte. Wir sehen hier 13.000 andere Zuschauer waren im Start. Achso, er hat auch rot gesehen, habe ich. Ich habe mir die Spielberichte ja selber wie immer nicht angeguckt. Und das Tor schoss Osvaldo Puna Martinez nach einem Konter. Sehr schön. Also hier ein 1:0-Sieg. Nach der Klatsche, die wir da zuletzt hatten, sondern hatten wir gegen Eat Your Life gespielt. Gegen die konnten wir 0:3 gewinnen. Und die Tore hat Jens Seger Stamm und Gustavo Daniel Ford Mafia konnte auch noch mal zweimal treffen. Und die zweite Halbzeit war natürlich richtig ereignisreich, ne? Da passierte ja mal gar nichts. Also so viel dazu. So, 18. Spieltag haben wir gegen Afi Seniors gespielt. 4:0 gewonnen auswärts. Gucken wir mal, was da los war. Ja, Formica, ne? 20 Minuten hatte er einen Hattrick am Start. Freistoß, Schuss aus 2 Metern. Ach so, ein Schuss aus 2 Metern. Und ein Kopfball. Und dann war es nochmal Formica. Also ein Viererpack hat er einfach mal gemacht. Und wir hatten auch nur ganze 4 Chancen. Ne? Da waren wir natürlich brutal effektiv. So mag ich das. So, 19. Spieltag gegen LSV Acker Kicker. 1:1 nur. Dort traf Formica, haben wir gelb-rot gesehen durch Rakesh Foderingham und Arne Lindt hat dann ausgeglichen hier für den Gegner. Ja, da haben wir aus 4 Chancen leider nur ein Tor gemacht und die Zuschauerzahlen waren jetzt auch nicht überragend bei dem Spiel. Ja, muss man auch mal denn so hinnehmen, ne? So, nächstes Spiel gegen Bayern Express, ne? Die sehe ich ja ganz oben am Ende der Saison, noch vor atemlos. Haben wir 2:0 verloren, natürlich auch mit Rot gewerten. Ja, Macchiardi hat zweimal getroffen und Chancen waren 2:5, also sind wir mit dem 2:0 noch gut bedient, würde ich mal sagen. So, und der aktuelle Spieltag war ein Walkover, ein 3:0 gegen Tiefenbruch. Dazu gibt es ja wohl nicht viel zu sagen. Was es zu sagen gibt, sind neue Transfers. Also, zunächst mal haben wir diesen jungen Mann hier verkauft, Fernando Fantos, einen 24-jährigen Neuner, der gerade gestiegen ist. Haben wir für 2,7 Millionen verkauft, was auch ziemlich Marktwert ist. Also da haben wir jetzt auf jeden Fall kein schlechtes Geschäft gemacht. Der kam damals, über für 1,8 Millionen kam er zu uns. Ist jetzt nicht so der Riesengewinner. Ein 18-jähriger Fünfer war das. Aber immerhin eine Mio haben wir da noch rausgeholt. Na gut, zieht man das Gehalt noch ab, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Aber 2,7 Millionen, wie dem auch sei, sind unsere Kassen geflossen. Und die hat man natürlich reinvestiert in Steinar Rudson, ein 19-jähriger Siemer. Der gute Mann ist 3,67 Millionen wert und den haben wir geschossen für 2,6 Millionen gerade an Spieltag 20, also letzten Spieltag. Ist auch gerade gestiegen, der junge Mann, also ist auch erst eine 9 geworden. Von daher ist es auch nicht so eine so große Kunst, ja, den jetzt da zum Steigen zu bringen. Ja, so sieht unsere aktuelle Mannschaft aus, 23,1. Hier sieht man es, glaube ich, immer ein bisschen besser. Die Statistiken wurden ja auch ein bisschen aufgehübscht. Sehen wir das aktuelle Training. Ich glaube, nur die Verteidiger haben trainiert. Ich weiß nicht, ich habe es schon wieder umgestellt, ne? Aber genau, jetzt sind alle, also haben letztes Mal nur die Verteidiger trainiert. Aber dafür sieht es auch noch immer insgesamt ganz gut aus. Hier, unser Formica ist auf die 9 gestiegen, ist jetzt 4,3 Millionen wert. Was auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen ist, ne? Ja, ansonsten steigt hier Jean McLeod als nächstes. Wahrscheinlich noch in dieser Saison, denke ich mal. Und hier Fotheringham steigt auch auf eine 8. Das kommt uns auch ganz gut. Ja, Jugend sieht so aus, ne? Ja, auch nicht so richtig spannend, ne? Daher haben wir alles ausgelutscht, was hier 17, 18, 19 Jahre alt war. Haben wir auch ein bisschen Kohle rausgeholt, auf jeden Fall. Ich werde auch oft gefragt, ob sich das lohnt hier auf die 4 Millionen. Ich kann es nicht sagen, ob sich das lohnt. Kann sich ja mal jemand dazu äußern, der das vielleicht mal gemacht hat. Also ich habe es noch nie gemacht. Und ich glaube, wenn mich da jetzt keiner von überzeugt, dann werde ich das auch nie machen. Ne? Also das ergibt für mich immer keinen Sinn so richtig. So, Finanzen. Ich glaube, letztes Mal hatten wir die 30 Mios noch nicht geknackt. Jetzt sind wir bei 30,78 Mios. Yay. Zinsen diese Saison
366.000 haben einfach durch nichts bekommen. Einfach nur, dass wir unseren Kontostand so haben. Und heute haben wir 51 Euro Miese gemacht. Ja, da kannst du eigentlich die Kasse auch schließen, ne, und den Verein wegmachen mit 51 Euro Miese am Tag. Geht ja gar nicht. So, Bilanz insgesamt 2,7 Millionen nach 21 Spieltagen lässt sich sehen, ne? Lässt sich sehen, kann man nicht sagen, kann man nicht meckern. So, machen wir noch ein bisschen Teamchecks, ne? Die Liste ist lang im Postfach. Können wir mal gucken, wen wir da noch haben. Christian Slater. Der wollte doch ein Teamcheck, ne? Tolle Arbeit. Vielen Dank. Ich freue mich auch immer übrigens über jede Zuschrift, die mich hier erreicht. Ist immer richtig schön. Das freut mich so. Ich habe mir die Teams vorher überhaupt nicht angeguckt. Also ich mache das jetzt einfach blind hier. Wie heißt der Verein? Betai Götze, Halle Saale. Also der Name ist natürlich ein Kracher, ne? Muss man ganz klar so sagen. Logo, ja, ganz hübsch gemacht, ne, die Seite. Was auch immer hier diese brennende Sonne soll in seinem Verein. Atomkraft, nein, danke. Der Mann mag also auch keine Atomkraft. Und dann sehen wir hier, ja, ist das Halle? Ich habe keine Ahnung, ne? Also da bin ich dann auch raus aus der Nummer. Ja, was sehen wir denn hier? 106. Saison hat er ordentlich Krawall gemacht. Hat er sich einige Spieler aus dem Amateurmarkt geholt, so wie es, nee, abgegangen. Die hat er alle verkauft. Und hat sich denn sein Team ein bisschen verjüngt. Was grundsätzlich schon mal eine gute Sache ist. So, gucken wir mal rein, ne? Torwart, ja, 35 Jahre ist ein Auslaufmodell, sag ich mal, ne? Also da musst du was machen. So, dann spielt er mit Libero, was auch nicht schlecht ist, weil Libero sind auch in der Anschaffung her eher günstig. Was hat er bezahlt? 77.000 für einen 20-jährigen Sechser. Joa, wahrscheinlich sogar eher noch teuer, wa? 77.000? Ja, also ihr seht schon, 185.000 wäre wert und 77 hat er gezahlt, also die sind schon nicht so teuer. Dann der Linksverteidiger, Portugiese, Weißrusse ist er, 20-jähriger Fünfer, in Ordnung. Fonseca, ja, ist natürlich ein bisschen schwach hier auf der Brust, die Innenverteidigung, aber die kommt ja, ne? Die kommt ja, ist ja gerade gestiegen auch. Ich finde es in Ordnung, wenn man es nicht eilig hat, ne? Wenn man da wirklich jetzt mal sagen kann, man hat da die Zeit, um auch in Ruhe umzubauen und man hat auch keinen Druck, dass man unbedingt direkt immer aufsteigen will, dann kann man das ruhig so machen und sich richtig Schwache holen, zum Beispiel auch 18-jährige Dreier, um die dann zu trainieren und hochzuziehen, einfach 5, 6 Jahre, ne? Die kann man dann ja auch behalten bis 25 und dann hat man erstmal ein bisschen Geld drin, ne? Also, man wird nicht von heute auf morgen Millionär, das dürft ihr euch immer wieder mal vor Augen halten. Rechtsverteidiger könnt ihr mal einen nachlegen, ne? Also da, der ist der, wenn er den verkauft hier, ja gut, kriegt er jetzt auch nicht mehr so viel Kohle raus. Linkes Mittelfeld, finde ich gut, dass er den Jungen spielen lässt. Defensives Mittelfeld sieht soweit alles ganz gut aus. Rechtes Mittel, 18-jährige Zweier, also da war die Kohle wohl schon knapp, sag ich mal. Und im Sturm hat er dann Unsan Nusavo, oder wie heißt der? Ja, ich glaube, den Namen hat er wohl selbst eingetragen, nehme ich mal an. Wie gesagt, Team ist relativ schwach, muss man so sagen, ne? Ist ganz klar, es ist aber jung. Es hat immer seine Ausschläge nach oben dabei, da könnte er vielleicht nochmal ein bisschen ansetzen, dass er das vielleicht ändern kann. Ansonsten ist der Verein auf jeden Fall nicht vor dem Ruin bedroht, weil er hat junge Spieler, die auf jeden Fall das Geld wieder reinholen werden. Dauert halt nur ein bisschen. Im Stadion, ja, ist natürlich noch nichts passiert. Muss er jetzt demnächst vielleicht auch mal anfangen, wenn er dann die ersten wieder verkauft dann. Denn dadurch kann man schon gutes Geld akquirieren, ne, durch Stadion, ganz klar. So, schreiben wir immer, hallo, dein Teamcheck fand heute statt. Du kannst dir die Folge gerne auf YouTube anschauen. Lieben Gruß, Zotos. So, ist das nicht mehr schön, dass ihr seht, wie ich meine Post schreibe? Ja, ich hätte es da auch natürlich auch nach dem Video machen können, aber warum denn, ne? So, nö, brauche ich nicht, Kopie. So, das war das erste Team und ja, das Video geht eigentlich schon eine ganze Weile, aber ach komm, ne? Hier will auch, der Pepsi will auch einen Teamcheck. Achso, Christian, ich wollte nochmal ganz kurz gucken. Nein, ich wollte nochmal ganz, ach Gottes Willen. Büro, meine Herren. So, Mannschaft. Nein, nicht Mannschaft, jetzt bin ich verwirrt. Dieses Unvorhergesehene hat mich aus der Balance gebracht. So, ich wollte sehen, wie der sich einloggt. Ja, ist gerade online, passt ja. Löschen,
So viel zum Thema Aktivität ist immer gut, ne? Aktivität ist immer das A und O. So, dann gucken wir mal den ersten FC Barcelona an, mit Doppel-L. Barcelona. Barcelona war zuletzt online am 21. Spieltag, was generell immer gut ist. Hat ja auch richtig schön, ne? Sieht so aus wie das, was ich bekommen habe damals. Sieht also sehr gut aus. Und gehen wir mal auf den Kader. Und auch hier sehen wir, dass hier mit Libero gespielt wird. Mit zwei RMDs, ne? Der eine muss wahrscheinlich aushelfen. Und wir sehen, Torwart ein bisschen älter, ist von mir aus okay. Also ich persönlich trainiere den Torwart auch hoch bis 30 ungefähr. Nehme ihn da einfach mit. Ansonsten ist das Team jetzt schon so auf so einen Punkt, wo man dann jetzt demnächst auch, wenn sie denn wieder steigen, jetzt, also jetzt noch nicht, aber wenn er zum Beispiel jetzt hier steigen würde auf eine 9, würde ich den wahrscheinlich auch schon verkaufen wollen, ne? Muss man nicht machen, kann man tun, man kann die auch bis 27 behalten. Das ist eben so, wie er es gerne möchte, ist das überlassen. Und man sieht hier schon, das Team ist durchaus gut aufgestellt, vielleicht ein bisschen viele LMDs, die er da hat. Aber das sind ja auch, naja, 2, 1, 1, könnte man vielleicht mal ein bisschen aufräumen. Ne? Dafür hat er 2 RMDs. Ich persönlich denke mal, er wird sich da vertan haben. Also er wird wahrscheinlich einen Fehleinkauf gemacht haben. Er wollte wahrscheinlich anstatt einen RMD noch einen LMD kaufen. Ist so meine persönliche Vermutung. Ne? Muss ja nicht stimmen. Jetzt haben wir hier den Pascal Kuhnemann von der Elfenbeinküste auch. Na, recht solide, alles hier gute Spieler, schon von den Werten her kann man demnächst wirklich überlegen, jetzt die zu verkaufen und dann eventuell sein Stadion mal auszubauen, ne? Hier hat er schon umgewandelt, die West- und die Nordtribüne. Ja, und das, also Südtribüne sitzt ohne Dach, was hat er sich denn da gedacht? Und die Osttribüne müsste er auch nochmal umwandeln, ne? Ganz klar. Könnte so vielleicht, ne, mit dem Geld, was du jetzt einnimmst aus den neuen Spielerverkäufen, wenn du das dann machst, da kannst du doch bequem... Da kannst du ganz bequem dann das umwenden. So, und was mich noch ein bisschen stören würde, ist seine Kadergröße. 21 Spieler halte ich für viel zu übertrieben. Also das würde ich nie so groß machen. Ne, ist einfach Geld, was man verschenkt. So. Soviel zu dem Thema. Ich bedanke mich ganz lieb fürs Zusehen. Freue mich über jede Kommentare, über alle Zuschriften. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Ne, das hilft mir. Und ist ziemlich nett von euch, wenn ihr das tut. Bis dahin, ansonsten wünsche ich euch richtig schöne Zeit. Bis zum nächsten Video und wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Ciao.